liebe Konzertbesucher, werte Prominenz des öffentlichen Lebens. Ich darf Sie zum zweiten Kirchenkonzert der Trachtenkapelle Brand heute recht herzlich begrüßen. Ich darf außerdem als Obmann gleich zu Beginn ein paar wichtige Hinweise an Sie weitergeben. Wir bedanken uns heute vor allem bei den Spenden. Die Spendenboxen fanden und finden Sie jeweils bei den Ein- und Ausgängen. Sie unterstützen damit heute nicht nur uns als Blasmusikkapelle, sondern vor allem auch die Pfarre Brand, die dankenswerterweise ihre Kirche und Räumlichkeiten für heute zur Verfügung gestellt hat, um uns diesen Auftritt zu ermöglichen. Wir werden einen Teil unserer Einnahmen weitergeben, um die Unkosten jedenfalls zu decken. Vielen herzlichen Dank an die Pfarrgemeinschaft und den Pfarrer Winfried Zoll. Vielen herzlichen Dank. Im Anschluss, wer es noch nicht gelesen hat, wird vom Pfarrgemeinderat in den Pfarrkeller geladen, wo wir mit Ihnen dann die Eindrücke des heutigen Konzerts gerne nachbesprechen möchten. Der nächste Absatz ist kopiert vom letzten Jahr, weil er auch für dieses Konzert passt. Es ist die Erklärung, was ein Kirchenkonzert für uns bedeutet oder sein soll. Ein Kirchenkonzert ist an und für sich eine meditative Angelegenheit. Daher finden Sie auch kein Konzertprogramm auf Ihren Plätzen. Für die wesentlichsten Stücke liefern wir Ihnen eine Beschreibung über die Moderation. Dies soll vor allem den Effekt haben, dass Sie sich voll und ganz fallen lassen können auf die altehrwürdige Aura einer Kirche, die eigene Stimmung und natürlich die Musik. Die Stücke sollen uns in der circa kommenden guten Stunde ermöglichen, frei von allen aktuellen Ereignissen da draußen innere Einkehr finden zu lassen. Wir beginnen dafür mit einem Trauerchoral Herr, nimm ich gnädig auf bei dir, einem wunderschönen Stück aus der Feder von unserem Kapellmeister-Stellvertreter Gerald Zeller. Vielen Dank, Gerald, für dieses Stück. Leiten wir Sie mit dem Choral Freund des Bezirkskapellmeisters Stefan Grübel hinüber zu The Spirit of Christmas. Mit diesem Weihnachtslieder-Medley wird Sie unser heutiges Gesangstrio, bestehend aus Susanne Moldaschel, Caroline Porroth und Birgit Weisgram, auf den anstehenden Weihnachtsmarkt und das Weihnachtsfest einstimmen. Wir wünschen Ihnen für diesen ersten Block und natürlich aber auch dann für das weitere Konzert gute Unterhaltung und uns ein gutes Gelingen. Thank you.
jetzt. Jawohl. Für die nächsten beiden Stücke begrüßen wir nun Marc Österreicher gleich am Dirigentenpult, der sich nach wie vor in der Kapellmeisterausbildung befindet und heute zwei Stücke zum Besten geben wird. Wir treten zum Beten, in Österreich besser bekannt als altniederländisches Dankgebet aus dem großen Zapfenstreich, ist tatsächlich ein Lied niederländischen Ursprungs. Es entstand in der heutigen Version, vermutlich im Jahre 1597 aus einem Volkslied heraus. Ohne Moderation dazwischen dürfen wir Ihnen anschließend Trog mi Wind musikalisch kredenzen. Die steirische Mundartdichterin Brigitte Hubmann schrieb den Text für dieses berührende Lied nur einige Wochen, bevor sie im Oktober 2010 verstarb. Tröstende Worte, die der burgenländische Komponist Christian Dreo nur wenige Tage nach ihrem Tod sogleich in vierstimmigen Chorsatz vertonte. Eine Melodie, die wohlig und herzzerreißend zugleich ist und ein Stück, das mittlerweile nicht mehr aus dem Repertoire von Chören wegzudenken ist. Heute spielen wir für Sie, liebes Publikum, ein Arrangement für Blasorchester, damit Ihnen dieses Gefühl zuteil wird. Um Ihnen das gesamte Ausmaß der tiefen Berührung zur Verfügung zu stellen, erweitern wir aber das Orchester und das Arrangement um unser Gesangstrio Susanne Molderschl, Caroline Porwurz sowie Birgit Weißgram. Somit sind Sie Augen und Ohren Zeuge einer Premiere dieses Blasmusikarrangements. Viel Vergnügen! Thank you.
Jetzt, ja, jetzt hat die Pause ungeplant noch länger gedauert, verzeihen Sie, aber Wolfgang Amadeus Mozart komponierte das nun folgende Stück, Ave Verum Corpus, ein knappes halbes Jahr vor seinem Tod, während er zugleich an der Zauberflöte arbeitete. Das Lied stammt aus dem Jahr 1791 und dieses Werk entstand wahrscheinlich zum Fronleichnamsgottesdienst für Anton Stoll, einem Chordegenten der Pfarrkirche St. Stephan in Baden bei Wien, mit dem Mozart befreundet war. An dieser Stelle darf ich Ihnen den jungen Herrn neben mir vorstellen, Rian Walter. Er hat, so wie Julia Apfeldaler, die heute nicht dabei sein kann, das posende Leistungsabzeichen. Er spielt und ist daher nun Mitglied in der Drachenkapelle Brand und spielt heute sein erstes Konzert und ich bin
und letztes Mal. Heute hören Sie nun unser Gesangstrio. Die Seher sind eine österreichische Band. Sie kommt aus Grundlsee im steirischen Teil des Salzkammerguts und das Markenzeichen sind ihre allesamt in österreichischer Mundart verfassten und gesungenen Lieder. Bandgründer Alfred Jaklitsch wollte Elemente der traditionellen Volksmusik und moderner Popmusik miteinander verbinden. 2002 erschien dann das Album Juni Schnee, welches sich insgesamt 112 Wochen in den österreichischen Charts hielt, mittlerweile dreimal Platin für über 90.000 in Österreich alleine verkaufte Alben erhielt und 2003, 2009 und 2016 wurden die Seher zudem mit dem Musikpreis Amadeus ausgezeichnet. Im heurigen Jahr fand ihre Abschiedstournee statt und für uns ist das Grund genug, eines der einfühlsamsten Lieder namens Kim Urthorn für Sie in einer Blasmusikversion mit Gesang darzubieten.
eben gehörte Highland Cathedral ist eine Dudelsack-Melodie, die erst 1982 in Deutschland komponiert wurde. Begeisterte Schotten haben sie mittlerweile als Nationalhymne vorgeschlagen und generell zählt das Stück weltweit zu den populärsten schottischen Liedern oder vermeintlich schottischen Liedern. Sie erkannten es hoffentlich wieder und haben es wahrscheinlich als Filmmusik von 4 Hochzeiten und einem Todesfall im Ohr. Unser nächstes Stück trägt den Titel Music. Music ist ein Song von John Miles und dieser Klassiker der Rockmusik war gleichzeitig auch sein größter Erfolg. Die Ballade erschien im Jahr 1976 und wurde zu einem Evergreen. Der Titel erreichte in ganz Europa höchste Chartplatzierungen. Der kurze und einfache Text drückt die niemals endende Liebe zur Musik aus. Bekannt sind vor allem die ersten beiden Zeilen. Übersetzt lauten diese: Musik war meine erste Liebe und sie wird meine letzte sein. Diese Liebe, unsere Liebe zur Musik, wollen wir Ihnen nun folgend mit dem Stück Music zum Ausdruck bringen. Thank you.
Barbara Riel Rustica, übersetzt sizilianische Bauernehre, ist eine Oper in einem Akt von Pietro Mascagni. Die Uraufführung fand 1890 statt und die Oper fand innerhalb von 2 Jahren weltweite Verbreitung. Ein einmaliger Vorgang in der Geschichte dieses Genres. Sie hören heute im wunderschönen Klangraum hinter der Pfarrkirche Brandt das weltberühmte Intermezzo. An dieser Stelle vor dem letzten Stück des heutigen Abends darf ich mich im Namen der Drachenkapelle Brandt ganz herzlich für Ihren Besuch, vor allem aber Ihren wohlwollenden Applaus bedanken. Bitte vergessen Sie auch beim Hinausgehen nicht auf unsere Spendenbox und den anschließenden Ausklang im Pfarrkeller. Sollte es Ihnen gefallen haben, lassen Sie es uns durch Ihren Applaus auch nach dem letzten Stück nochmal spüren, denn einem dritten Kirchenkonzert 2025 würde dann nichts im Wege stehen. Ich bedanke mich mit je einem Blumenstrauß ganz herzlich bei Susanne Molderschl,
die wieder ohne großes Überlegen die Übernahme des Gesangsparts zugesagt hat. Und bei unseren beiden Mitgliedern Caroline Porroth und Birgit Weißkram, die den Hörgenuss eines Gesangstrios ermöglicht haben. Vielen, vielen herzlichen Dank für eure investierte Zeit. Natürlich werden wir es auch nicht verabsäumen, unserem Kapellmeister Stellvertreter Marc Österreicher einen Applaus zu spenden, der heute, wie erwähnt, für zwei Stücke das Dirigat übernommen hat. Vielen herzlichen Dank, lieber Marc. Natürlich bedarf es bei so einem Kirchenkonzert auch einem Chefdirigenten, der die musikalischen Leitpflöcke einschlägt und uns auf die musikalischen Herausforderungen vorbereitet. Hierfür bedanken wir uns einmal mehr bei unserem Kapellmeister Robert Babucci, der wieder mit sehr viel Geduld und Umsicht ein Konzertprogramm zusammengestellt hat und einstudiert natürlich. Danke, lieber Robert. Unser zweites Kirchenkonzert wollen wir wohlbehütet beschließen. Im Angesicht von, heute nachgeschaut, aktuell 59 Kriegen auf dieser Welt mit mittlerweile 120 Millionen Flüchtlingen, müssen wir uns eingestehen, dass wir trotz all bei den letzten Wahlen ausgedrückten Unmutes doch ein unglaublich privilegiertes Leben führen dürfen und durchaus Dankbarkeit und Demut walten lassen sollten. Damit in Verbindung bin ich als Obmann auch stolz auf die Trachtenkapelle Brandt, die sich heuer in ihrer Freizeit und in unserem Jubiläumsjahr über die Maße Zeit genommen hat, um zu musizieren, das Musikheim zu sanieren, aber vor allem gesittet, friedlich und respektvoll miteinander umzugehen. Dies erzeugt Geborgenheit, die wir auch an Sie, verehrtes Publikum, aus Dank für Ihr Erscheinen weitergeben möchten. Passend dazu das letzte Stück von guten Mächten wunderbar geborgen. Und darin könnte es für den Abschluss heute textlich nicht besser lauten. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in das nächste Jahr. Das wünsche ich Ihnen, genauso liebes Publikum und allen jenen in diesem Raum, genauso wie Frieden auf unserer Erde. Danke für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.